Hallo und willkommen zu einem Let's Show, keine Ahnung, Anzeige Teil. Auch ein bisschen Let's Laber. Ja, was ich so neben meiner Freizeit im Moment mache, so in der Website-Entwicklung, weil da hatte ich ja schon zwei, drei Sachen online. Es sind leider nie vollendet, weil diverse Schwierigkeiten. Ich habe im Moment auch wieder Schwierigkeiten mit Datenverlust und alles, aber egal. Ja, im Moment programmiere ich hier so ein Webinterface. Soll es zumindest mal werden. Ob es irgendwann mal fertiggestellt wird, sei dahingestellt. Und was ich da alles drin habe, kann ich so ein bisschen zeigen. Ich arbeite hier mit einer Klasse. Ich wollte das eigentlich auch irgendwann mal ausbauen, aber bin dazu irgendwie nie gekommen. Ja, ich werde hier noch ein bisschen das Menü anpassen jetzt in der Folge und dann mal gucken, was ich noch so mache. Als Haupttemplate habe ich hier MC Generic, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein kostenloses Template von einem. Ist auf alle Fälle ein kostenloses Template für von Minecraft-Seiten. Bla. Genau. Ja, ich habe das alles auch so ein bisschen von den letzten Systemen mitgemacht. Wie sieht denn aktuell eigentlich der Stand aus? Muss ich selbst eben gucken. Das brauchen wir nicht mehr. Entschuldigung, falls ich hier ein bisschen ans Mikro komme. Das liegt an der Tastatur und das Mikro hängt jetzt gerade über der Tastatur und ein bisschen tiefer und nee. Ist alles so ein bisschen meh. Die Blätterfunktion, das ist noch aus dem alten System. Die sind auch noch aus dem alten System. Die musste ich aber mal anpassen, weil die eben nicht oder nicht mehr passen in dem Sinne. Das macht aber nichts. Wir sind auf alle Fälle bei der Navigation hier. Die habe ich soweit auch schon angepasst. Es gibt so ein mini-fertiges Skript-Schnipsel, das hier quasi einmal die zwei For-Each-Schleifen schon mal vorgibt und dann halt quasi ja, so Mini-Einstieg gibt. Ich hatte auch sowas schon mal ein bisschen komplexer gemacht. Es war dann so eine Endlosschleife. Bis durchgehend in die letzte Hierarchie, aber naja, interessiert jetzt nicht. Ja, die MySQL-Klasse, mit der kann ich einfach hier so alles dran klatschen und dann sagen, wovon ich das rausholen will, ist ziemlich cool. Ich brauche hier keinen komplexen SQL-Befehl mehr machen, geht einfach alles über ein paar Funktionen. Genau, im Sub-Item, da muss ich jetzt eben gucken, wohin die Navigation linkt. Wenn ich nicht ausgeloggt wäre. Ja, ihr seht ja jetzt hier alles auf dem Desktop. Ne? Also zumindest auf dem zweiten Bildschirm hier. Und ja, alles andere, alles Wichtige habe ich auf dem anderen Monitor. Ja, das ist die Datenbank. So sieht die im Moment aus. Die hat auch ein bisschen von. Ja. Keine 3 Monate mehr in der Schule und schon hat man es vergessen, wie es heißt. Ja. Das ist nur der Name, wird aber nirgendwo verlinkt, weil ich es nicht drin habe oder was. Die News ist klar, dass das. Ach ja, stimmt, brauche ich ja gar nicht. Ich setze ja die Links selbst, richtig. Boah. Ja, das Ganze hat auch so ein Mini Framework. Wow. Jetzt fange ich an, das Video zu machen und kenne die ganzen Namen nicht mehr. MVC, genau. Model View Controller Framework. Das habe ich selbst geschrieben. Wie man hier sieht, das ist die komplette Index-Datei. Die bindet hier ein paar Funktionen ein, zwei Daten, die SQL-Klasse und gibt halt an, wenn irgendwas aufgerufen wird oder nicht. Wenn jetzt nichts aufgerufen würde, die pure Startseite, dann sagt die einfach, der Command, der aufgerufen wird, ist Start und dann halt zusätzlich noch eine ID-Abfrage. Ja, zum Schluss sieht das Ganze so aus, ne? Wenn ich jetzt hier hinten kann ich zum Beispiel in die Verwaltung gehen. Die es dann später gibt, dann steht ja auch hier Verwaltung Start. Und gebe ich hier Action an, haben wir hier Action. Ja, und huch. Start wiederum ist dann die Startseite. Ganz easy eigentlich.
Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Es geht hier aus der Navigation raus. Hier wird quasi gesagt, was aufgerufen werden soll später. Im Moment ist es so, laut der Konfiguration, dass einfach geguckt wird nach der Route, nennt man die. Also ich heißt, ich nehme einfach den kompletten String, was jetzt hier nach dem Slash kommt. Kann ich nochmal demonstrieren, Verwaltung Action. Heißt, ich nehme den String hier, teile den auf nach Slash. Dann habe ich einmal Verwaltung, einmal Action. Das erstere ist immer der Controller. Der wird hier aufgerufen. Falls der nicht definiert sein sollte, aus welchem Grund auch immer, wäre dann die Startseite, ist die Start.php. Die wird dann einfach eingebunden, beziehungsweise gesagt, das Template wird dann eingebunden. Des Weiteren wird geguckt danach, wenn da noch was dran kommt, ist dann hier das base.tpl-File. Das kann ich gleich noch eingehen. Wird das noch dazu gesetzt oder halt eben das ganz normale Index aufgerufen. TPL-File wird hieraus definiert, wenn halt eben der zweite String da ist, also slash action in dem Fall, wird das halt eben als Template genommen, ansonsten einfach ein Default-Template gesetzt. Gut, damit hätte sich das Index erledigt, als auch nur eben falls die Route 2 gesetzt sein sollte. Ne? Ja, dann werden halt in den Templates, wo haben wir denn eins? Habe ich das jetzt offen? Habe ich nicht offen? Verbinden wir einfach mal eben schnell. Doch, habe ich offen. Hier, das brauche ich jetzt auch nicht. So sieht ein Template bei mir ungefähr aus. Es hat, wird quasi fast immer gleich aussehen. Hier mit der Top-Navigation, also dem Header dann, die Seitennavigation oder halt Widgets auch und den Content und halt Footer-Bereich. Hier kann ich dann zum Beispiel noch weitere Sachen mit reinhauen und. Der Titel wird dann auch dynamisch hier eingesetzt mit der Variable. Wird er hier rausgefragt aus dem Template quasi. Aus dem Template? Ich glaube wohl. Ne, aus der Page, genau. Aus der Page, die eingebunden wird. Das ist hier unter Layout Minecraft Pages. Hätten wir jetzt hier einmal die Startseite. So sieht dann nachher die Startseite zum Beispiel aus. Ja, da gibt es dann halt eben die Variablen Base Title zum Beispiel. Ihr könnt jetzt hier auch Data Title nehmen, glaube ich, habe ich zum Teil auch. Hier zum Beispiel ist, so sieht dann ein Controller aus, als Funktionscontroller. Ist halt die Startfunktion, die ist immer vorhanden oder sollte vorhanden sein. Und da kann ich dann über ein Array sagen, von Data halt quasi oder irgendwas halt, was ich quasi machen will. TPL gibt an, was im Content stehen soll. Alles, was in TPL kommt, wird nachher gepasst. Was im Title steht, wird dann in den Titel gegeben. Und dann kann ich auch zum Beispiel Template übergeben. Das Ganze wird quasi ja hier mit rausgezogen. Ne, hier sage ich dann einfach Base Call 1 ist dann Data TPL und der Base Title ist dann halt Data Title. Das Ganze wird dann wiederum hier zusammengesetzt. Wo haben wir es denn? Title, Title, Title. Hier ist Title. Base Text Start ist ja die Klammer auf Add, dann der Titel als Variable daran gehängt, dann der geschlossene Tag. Das wird ersetzt eben mit dem Base Title und wird übergeben an das Template, welches dann zum Schluss in der Index hier ausgegeben wird. Ja, so funktioniert das Minisystem. Das Routensystem sagt dann auch, wenn du das inkludieren kannst, die Datei, mach das, ansonsten gibt es eine Error-Seite aus. Mit dem automatischen Funktionsaufruf, der wird ja auch aus der zweiten URL rausgezogen, sage ich hier einfach, ja, wenn eine zweite Route halt eben existiert, dann setzt du da hinten zwei Klammern dran, das wird dann Action, Klammer auf, Klammer zu, ansonsten nimmst du die Startfunktion. Erstaunlicherweise funktioniert das, ich bin selbst erstaunt darüber und freue mich darüber, dass das funktioniert, da saß ich auch ein paar Nächte dran. Ja, soweit zum Root-Schema. Ja, wir müssten jetzt quasi unserer Navigation sagen, wo das hin soll.
Wir haben jetzt einmal hier im Hauptmenü quasi, können wir jetzt sagen. Ja. Gut, danke, Avast. Wir können jetzt sagen: Itemname. To lower. Das Ganze von der Index. Ne, nicht von der Index, sondern vom Slash-Pfad. Genau. Das wäre dann der Controller in dem Fall. Da müsste ich jetzt eigentlich noch eine kleine Funktion für schreiben, in der ich quasi alles zusammensetze, auch Leerzeichen. Dann nehmen wir da die Funktion String. Nee, doch String to Uri. Genau, die Funktion schreiben wir gleich. Genau, das ist der Haupteintrag. So, jetzt hier im Untereintrag sieht das alles ein bisschen anders aus. Huch, da haben wir auf alle Fälle wieder str. Ja, machen wir str. String Uri, String Uri. Von. Item. Ne? Name und dann slash string Uri von Sub-Item Name Item Name, genau. So, damit haben wir jetzt quasi eine zweidimensionale Schleife. Kann ich ja kurz mal gucken. Ja gut, jetzt haben wir das Login hier drin. Nope. Brapapam. If. Nehmen wir das einfach mal kurz raus, den Block. Oh. Dann nehmen wir das else eben auch noch raus. Ach ja, String to Uri gibt's ja nicht. Function str Uri what return na Uri einfache leere Funktion. Gut, gleich. What? Machen wir es einfach mal so. Struti. Aha. Str Uri. So. Genau. So sieht das Menü allgemein aus. Ach ja, genau, weil hier ein zweiter Widget ist. Genau. Jetzt können wir hier mal gucken, das ist jetzt slash game mode, slash default. Default sollte eigentlich nicht drin sein. Wo haben wir das dann? Hier, where parent 0. Where. Na. Wie sieht denn das aus in der Navigation? Where no, where Anzeige no, where Anzeige nowhere ungleich. Genau, und dann ist das hier raus. Aber habe ich das nicht eigentlich drin? Post ask, parent 0, Anzeige nowhere. Dann muss ich das auf die rechte Seite machen. Das macht schon mehr Sinn. Genau, dann ist das auch raus.
Slash Game Mode, Slash News, Server Info, ja gut, das muss zusammengesetzt werden, Slash Verwaltung passt. Genau, das ist jetzt Verwaltung Start, Stopp, Restart, Konsole und Backup. Genau, dann die Live-Map und Plugins, sehr schön. Ja gut, und der hat allgemein kein... Weil... das auf slash login gehören muss, genau. Und das müsste so lauten. Genau. Dann passt das da auch. Das passt auch. Sehr schön. Ja genau, das ist der Login-Button. Da müsste jetzt theoretisch ein Logout-Button mit rein. Genau. Den könnte ich eigentlich auch reinproggen. Einfügen. Einfach. Logout. Positioning. Müssen wir gleich gucken. Parent 0. Ja, ich weiß, dass Positioning 0 ist. Sechs müsste dann 7 sein. Ja, müsste 7 sein. Kann ja die Positioning einfach auf, was weiß ich, 100 erstmal setzen. Wird nachher auch im Backend einfach einzustellen sein. Genau. So, das zeigt auch auf Logouts. Schön. Ja, 17 Minuten und was haben wir? Nichts. Ja, man sieht schon, das macht ein bisschen Arbeit, das Ganze. Wo haben wir denn jetzt die Footer? Load Footer, dann muss ich nämlich hier das auch anpassen. Das ist dann nämlich slash imprint. Imprint. Und das wird dann about. Genau. Ja, sieht doch schön aus. Im Endeffekt sieht das dann so aus. Im Quellcode. Joa. Muss ich mal gucken, was ich dann da jetzt demnächst noch mit reinnehme. Wahrscheinlich die komplette Login-Funktion, dass man sich ein- und ausloggen kann. Die steht ja schon fast teilweise. Ach ja, und ich kann teilweise sogar Pages mit reinbinden. Zumindest habe ich die Funktion. Glaube ich. Keine Ahnung. Widgets sind die hier. Das ist einfach eine Funktion mit dem Quellcode, die quasi immer wieder aufgerufen wird. Vorzugsweise in der Schleife. Und dann hat man hier so quasi verschiedene Teile. Genau. Ja, ich werde jetzt dann die String-to-URI-Funktion machen. Jo. Ach ja, warum ist hier ein Global? Genau, das könnte ich noch kurz erklären. Das Global ist hierfür, weil wir hier eine Datenbankanbindung haben, ohne die Datei eingebunden zu haben. Hier eine Funktionsdatei. Und die wird ja hier über die Index angegeben. Auch die Variable. Und damit ich die halt in Funktionen verwenden kann, wie hier zum Beispiel, muss ich die einfach als Global definieren. Wenn ich jetzt hier das zum Beispiel rausnehme, bekomme ich einen fetten Warnhinweis. Genau. Undefined Variable DB und es funktioniert einfach nichts mehr. Weil eben auch nicht die Funktionen aufgerufen werden können. Ist nicht schön. Gut, gibt Besseres. Aber was soll man machen? Ich könnte auch theoretisch einfach jede Funktion die Datenbank-Anbindung hier mitgeben. Und dann halt quasi irgendwie damit weiterarbeiten. Aber ich würde sagen, das reicht für den Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und viel Spaß.